Hallo Leute, heute haben wir einen A-Klasse von Mercedes, die dritte Generation, Fachbegriff quasi W176er Baureihe. Und der braucht auch einen Luftdruckreset. Wie gehen wir da vor? Ganz einfach, wir drücken hier die rechte oder linke Taste, das ist egal. Dann gehen wir rechts weiter bis zum Service, gehen dann mit der Pfeil-Runter-Taste auf Reifendruck, drücken auf OK und drücken hier auf OK, um das neu zu starten. Gehen dann mit dem Pfeil nach unten auf Ja und drücken OK und dann ist er neu gestartet. Und um wieder auf unseren Ausgangspunkt zu kommen, müssen wir diese Taste hier drücken. Einmal und das war's auch schon. Ciao!